So, dann nehme ich jetzt noch ein bisschen ein paar Gürkchen irgendwie vielleicht aus dem Müll. Ich komme da nicht rein, warte mal. So. Ich nehme ein paar Gürkchen noch raus und was gibt's da noch? Ein bisschen Papier. Ach, guck mal, da sind noch ein paar Burgerbrote, die sind da. Die können wir auch benutzen. Oh, tut mir leid. Nein, ich habe nur Müll getrennt. Keine Sorge, Leute, ich biete euch keine Müllburger an. Was erwartet ihr von mir? Also, wir werden den Laden gleich öffnen. Wir müssen aber erstmal einiges vorbereiten, noch Bestellung machen und was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, alles. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir müssen alles machen. Also, erstmal schauen, wie viele Becher haben wir da noch? 42, würde das reichen? Ich denke ja. Der letzte Tag lief ja nicht so gut. Getränke, würde ich sagen, ist auch mehr als genug. Können wir erstmal lassen. Obwohl, wir können es ja eh hier lagern, ne? Wäre kein Problem. Wir legen erstmal den Kram hier aus. Machen uns wieder dann ready. Burgerbrote passt auch. Also, ich glaube, wir brauchen unbedingt. Warte mal, warte, warte, warte mal. Wir haben Gürk. Wo sind die Gurkengläser? Sind alle weg. Oh nein. Sind alle weggespawnt. Ketchup weg. Mayo weg. Alles weg. Okay, das heißt, wir holen ein Gurkenglas. Tomaten. Mal die hier. Können da nicht rein, weil eins fehlt. Können wir das da so hinlegen? So. Besser. Gut, also wir holen noch einmal Salat. Auch Tomaten sollte auch mehr als genug sein. Wir können die ja trotzdem schon mal hier ready machen. Die müssen jetzt nicht kalt gestellt bleiben. Die können wir einfach mal hier hinhauen. Das mit den Gurken ist jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, so ist das Leben nun mal. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Also, wir bestellen Fleisch, nochmal Salat, nochmal Gurken. Komm, wir können auch nochmal Brote von mir aus bestellen. Ketchup, Mayo. Ah, wir machen es einfach mal, auch wenn es mal wegspawnt. Ist ja so oder so noch der Prolog. Ja, komm, einmal können wir auch auffüllen. Dann holen wir nochmal die Dinger hier. Und dann haben wir auf jeden Fall eine fette Bestellung und mussten viel bezahlen. Ist aber kein Problem. Wir sind reich. Nein, nicht wirklich. So. Müssen wir mal gucken, wie viel Burger wir vorbereiten. So. Dann holen wir mal die Bestellung. Ja, ganz ruhig, beruhige dich. Ich bin ja schon da. Ach doch, meine Gurken. Ach so, die sind hier. Ich habe die nur vergessen. Upsi. Die nur vergessen einzuräumen. Ich wollte schon sagen. Aber Mayo und Ketchup spawnen trotzdem mal wieder weg. Ich habe es auch mal da hinten reingepackt. Da bleibt es auch trotzdem nicht. Im Kühlschrank bleibt es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit diesem verfluchten Ketchup los ist. Da liegt wahrscheinlich ein Fluch drauf. Der Fluch des Boogeymans. Oder einer der anderen Fastfood-Läden klaut es mir mal. Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Dass sie mal einbrechen und an meiner Mayo schlabbern. Oh, warte mal, bis hier kann man nicht. So, hauen wir erstmal alles hier rein. Dann müssen wir nächstes Mal nicht so viel bestellen. Dann haben wir jetzt uns eigentlich relativ gut versorgt. Also Gürkchen haben wir mal als genug. Nur das mit dem Ketchup Mayo, das stört mich immer. Wenn ich immer einmal eine Folge aufnehme und dann rausgehe, dann ist es halt verschwunden. Ich müsste eigentlich am Stück aufnehmen, aber es passt von der Zeit nicht. Es passt leider nicht von der Zeit. Sobald das Spiel richtig draußen ist, muss ich das auf jeden Fall so machen. Wäre wenigstens zwei im Folge. Oh. Nee, nicht nur ein Gürkchen. So, zieh ich ab. Ich hasse dich. Das ist so eine Hassliebe zwischen ihm und mir. Das ist irgendwie so eine Hassliebe. Er kommt nicht raus, hilft mir nicht. Und ich knall immer die Türen zu. Komm, wir knallen das einfach da rein.
Falls wir nochmal Nachschub brauchen, vielleicht brauchen wir gar keinen Nachschub, aber es könnte sein. Warte mal, hier machen wir. Nein, so, erstmal den hier. Perfekt. Aber wieder ordentlich nachgefüllt. Das Ding muss weg. Genau, Salat. Können wir schon mal reinhauen. Kühlen wir mal die ganzen Patties. Hallo? Aber kann man noch irgendwann, wenn das Spiel wahrscheinlich rauskommt, gibt es bestimmt auch Chicken Burger und sowas, ne? Chicken Burger, Fischburger, Chicken Nuggets. Denke ich mal. Das ist ja nur der Prolog, ne? Das darf man nicht vergessen. Und wir können mit dem Prolog relativ viel spielen, wie ich finde. Was echt nice ist. Also wir können jetzt auf jeden Fall den Tag. Jetzt haben wir leider keine neuen Waren, aber ich glaube, für den nächsten Tag sollten wir unser Level abschaffen. Warte mal. Und mit dem Level up sollten wir dann. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Hatten wir hier noch was? Ah ja. Mit dem Level up können wir dann. Alles klar. Neue Waren wahrscheinlich. Oder Level 9, warte mal. Ich will mal ganz kurz schauen. Was, Level 9 oder 10? 10 erst. Das heißt nochmal 2 Tage. Dann können wir nochmal Hütten zubereiten. Aber wir werden auf jeden Fall diesen Tag ein Level schaffen und dann am nächsten Tag. Das heißt, wir müssen 2 Tage auskommen. Einfach so. Gut. Dann legen wir schon mal Papiere bereit. Ketchup Mayo. Haben wir auf den anderen Seiten auch Ketchup Mayo. Jo. Das heißt, hier fehlen noch Brote. Das habe ich jetzt natürlich nicht so clever hingelegt. Wir können hier einfach die Papiere. Oder warte mal. Hier haben wir halt alles, ne? Papier, so. So. Das passt doch. Okay, dann kann ich von beiden Seiten bam, 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 bam. Und dann braten wir gleich das Fleisch. Können wir schon mal hinlegen. Wir wissen halt nie, was die Leute wollen, deswegen können wir das jetzt leider nicht haargenau zubereiten. Weil einer will dreimal Ketchup, einer will zweimal und 1000 Blätter Salat. Einer will ohne alles. Deswegen, man weiß nie. Man weiß es wirklich nie. Senf, stimmt. Senf haben wir auch noch nicht. Ne? Wird auch, glaube ich, im Prolog nicht machbar sein. Deswegen, wir machen jetzt erstmal eine Schale jeweils. Wir warten mal ein bisschen, damit wir die relativ gut hinbekommen. So. Da haben wir auf jeden Fall mehr als genug Zeit. Alles klar. Ja, damit. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich Zeit. Dann können wir die sogar versuchen, auf 100% zu ballern. Das läuft doch schon mal ganz gut. Nicht schlecht. Alter, ich bin der Bürgermeister. Der Bürgermeister, natürlich. Der Meister der Bürger. Oder bin ich auch ein Bürgermeister? Vielleicht auch. Das kann sein. Ah, jetzt nur, das werden wir wahrscheinlich ein bisschen verkacken, weil wir. Okay, bis jetzt läuft es auch noch gut. Ah, der ist leider. Vielleicht können wir ja nochmal eine Sekunde draufhauen gleich. Nein, nein. Boah. Der ist aber schnell. Alter. Nein, er ist 1% drüber.
Aber die hier alle 100, 100, 100. Alter, ich bin ultra krass. Ja, die beiden sind ein bisschen drüber. Na, ja, ist ja gut. Das war ein bisschen zu lang, aber gut, die sind alle relativ nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann machen wir dasselbe noch einmal hier. Warte mal, die können wir schon mal. Nee, nee, nee. Bevor wir das machen, wir hauen die hier schon mal drauf, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Das ist mir ein bisschen lieber. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Damit wir uns nicht so viel hin und her bewegen müssen. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. So, wir lassen uns wieder so ein bisschen Zeit. Damit wir die echt relativ gut hinbekommen. Mit einem genügend Lücken, würde ich sagen. Wir dürfen uns nur nicht zu viel Zeit lassen, nicht, dass der erste dann verbrennt. Dann haben wir trotzdem Stress. Okay, fahren wir da. Zack. Sieht doch schon mal gut aus. Alter, ich bin der Meister. Das sieht gut aus. Da werden die Leute happy sein. Die werden ultra glücklich. Es läuft gut, es läuft gut. Vielleicht hätte ich einen Schalter hier links platzieren sollen. Ah, der ist leider ein bisschen zu lang, zu kurz. Sonst müssen wir den gleich auch noch mal kurz draufhauen. Nein, nein, nein. Oh. Ja, schade. Schade. Okay, warte mal. 100, 101. Da. Nice, nice. Jo, sieht doch ganz gut aus. Gefällt mir. Alles klar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug da. Wir haben alles ready. Tränke, wir können ja schon mal. Einen unters Eis stellen. Ja, ich glaube, Eisbecher sollen wir nicht zubereiten. Ich glaube, wenn die ein bisschen länger stehen, dann ist es auch nicht gut. Wir öffnen jetzt den Laden. Ah, Tabletts, genau, Tabletts. Das kann auch mal wieder mal ein bisschen Zeit ziehen. Klar. Da kommt schon die erste Kundin. Also sie kommt aggressiv rein. Die hat Hunger. Hey. Alles klar, also, das war Doppel mit Mayo und zweimal Salat. Doppel. Mayo. Kriegt ihr den alten Salat hier? Warte mal, war das einmal Mayo? Gut. Mehr will die Dame nicht. Das ist gut. Siebenundneunzig. Legen wir direkt mal ein neues Ding aus. Man weiß ja nie. Alter, was will die denn alles? Also, sie will auf jeden Fall Eis. Dann will sie Mr. Hopp. Dann will sie ein Vanilleeis. Mal ein bisschen Platz hier. So. Und dann möchte sie Ketchup, zweimal mal einen doppelten, zweimal Mayo, hier Gurken. Hallo. Zweimal Mayo.
Alter, die hat Ansprüche. Dann war das noch einmal Ketchup und ein Salatblatt, oder? Oh, sag bitte, ich hab's richtig gemacht. Alles klar. Ach, die Bestellung. Ach, klar, wir können ja auch hier oben gucken. Total vergessen. Sir, gedulden Sie sich. Ich bin gleich da. Wo ist sie denn? So, da. Hello? Nee, nee, ich mache jetzt erstmal den werten Herrn. Danach helfe ich Ihnen. Ein Hamburger mit zwei Gurken. Mehr nicht? Echt? Und ein Erdbeereis. Der Mann hat nicht viel Ansprüche. Das ist gut. Jetzt habe ich vergessen, welche Tischnummer ist, aber wir sehen den so oder so. Da hinten sitzt er ja noch. Noch sind nicht viele Leute hier. Sie sitzt hier hinten. Können wir uns auch merken. Was will die Dame denn? Warte mal. Erstmal hier. Mr. Hop mit zweimal Eis. Hallo. Einen Augenblick, Sir. Dreimal Ketchup, einmal Mayo. Warte mal, war das ein Doppelter? Ich hoffe, wir haben genug Fleisch heute. Einmal Ketchup. Einmal Le Mayo. Dann zweimal Tomaten. Dann einmal Salat. Und das war's dann, ne? Scheint so. Okay. Dann. Bon Appetit. Was? Null? Hallo. Hab ich das gekackt? Hab ich das falsch gemacht? Warum null? Nein, jetzt habe ich sie angenommen. Ich wollte sie warten lassen. Oh nein. Aus Frustration habe ich sie jetzt einfach angenommen. Der möchte Ketchup. Oh nein, ich habe den Deckel vergessen. Deswegen. Oh. Ja, jetzt verstehe ich. Zweimal Salat. Oh, ich bin so ein Noob. Ich dachte, was ist los mit dir? Ich habe doch alles gemacht. Ja, jetzt wissen wir es. Tomate dreimal. Alter, was will der denn für einen Ultra-Burger haben? Das war's, ne? Jetzt dürfen wir nur den Deckel nicht hier vergessen. So, was wollte der noch haben? Ein Getränk, Splash, Coke. Normal aber, ne? Ja. Und der ist Tisch Nummer 17, alles klar. Sir. 98, das ist gut. Die müssen wir jetzt ein bisschen warten lassen, weil Light Splash Coke. Hallo. Ein Hamburger, oh nein. Ein Hamburger mit was? Dreimal Ketchup. Dann ein Salatblatt. Dann zweimal Tomaten. Und dreimal Mayo? Warte mal. Echt? Hallo? So, bevor die hier rumheult. Tisch Nummer 1. Sehr gut. Tut mir leid, ihr müsst ein bisschen warten. Sehr gut. Nur Mr. Hop und einen normalen, stinknormalen Hamburger. Ohne alles. So, Kunden mag ich. Wer war denn jetzt zuerst? Ich glaube, er hier, ne? Schon mal angenommen wird, nicht, dass wir da Probleme kriegen. Hey. Was will der denn haben? Ein Hamburger mit Ketchup Mayo. Dreimal Tomaten. Ugh. Und dann Yuma und. Oh, warte mal. Normaler, ne? Glück gehabt. Yuma und Vanilleeis. Nein, nicht das alles. Yuma, 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 Yuma. Vanilleeis.
So, bevor der abhaut. Ich weiß ja nicht, wie lange die bleiben. Ich Nummer 14. Na dann. Lass sie schmecken, Bro. 30? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich wieder irgendwas ich habe irgendwas verhauen, ne? Irgendwas lief nicht gut. Yuma Berry. Mit Eis. Yuma Berry mit Eis. Und dann Hamburger. Mit einmal Tomate. Normaler, ne? Ja. Also das müsste doch funktionieren. Tisch Nummer 8. Hallo. Tisch Nummer 8. Wo ist denn 8? Hä? Ach da. Sehr gut. Das lief gut. Ja, sie hat... Achso, ich musste sie eigentlich, ne? Ah ja. Es tut mir leid, jetzt habe ich eine Kundin verloren. Naja. Was ist denn das Leben? Ein Doppelter mit zweimal... Oh, wie geht das Fleisch aus? Nee. Oh nein, kann ich den Ketchup raus? Oh no. Ich habe das jetzt, tut mir leid. Ich hoffe, der merkt das nicht. Ich hoffe, der Kollege merkt das nicht, naja. Wir nehmen den mal an, bevor der abhaut. Nummer 4. Der wird auf jeden Fall nicht glücklich sein. Oh, jetzt habe ich es richtig verhauen. Oder er hat es nicht gemerkt. Gut, sehr gut. Der andere hat es sofort gemerkt. Was habe ich denn bei dem falsch gemacht? Ein Hamburger. Warte mal, Yuma Berry erstmal. Ich können wir auch schon mal annehmen. Yuma Berry mit... Jetzt kann ich auch eigentlich hier schauen. Also hier einmal Ketchup. Tomate. Zwei brauche ich. Ich habe irgendwie so ein Kurzzeitgedächtnis. Was ist das? Ist das Gurke? Ja. Ein Gürkchen. Dann haben wir aber alles richtig gemacht, ne? Angst, wieder Fehler zu machen. Dann das Getränk. Das war Tisch Nummer 9. Wo ist die 9? Da. Alter, 99. Gut, dann die letzte Kundin. Sie möchte ein Getränk Yuma Berry. Vanilleeis. Dann brauchen wir jetzt noch einen Burger. Und das ist vielleicht doch gereicht. Hamburger mit zweimal Salat. Und ein Gürkchen. Das kriegen wir doch hin. Alles klar. Das war welcher Tisch? Tisch Nummer 12. Das läuft doch gut. 12, 12, 12. Da. 99. Jetzt haben wir leider zwei geile Fleischscheiben hier. Sogar einer ist sogar auf 100%. Naja. Okay, dann können wir schon mal aufräumen, ne? Wir können ja schon mal aufräumen. Einmal Geld, Geld, Geld. Der Tag lief doch schon mal ganz gut. Also eine Kundin ist uns leider abgehauen. Bei einem haben wir richtig verschüsselt. Bei einem haben wir auch irgendwie, also den Burger-Deckel haben wir oberen Teil vom Burger vergessen. Und bei einem haben wir irgendwas auch verschüsselt. Wo ich mir gar nicht sicher bin, was. Ich dachte gerade, ich habe jemanden an der Kasse gehört. Wieder eine Dame, wie sie Hello sagt. Ich kriege schon Halluzinationen, Leute. Ich kriege schon Hallus. Also wir müssen jetzt noch einen Tag absolvieren. Damit wir dann... Pommes freischalten. Fritten. Die guten alten Fritten. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch ordentlich vorbereiten, würde ich sagen.
Da haben wir jetzt wieder gut über 1000. Und wir haben einiges an Fleisch. Wir haben eigentlich alles da, was wir brauchen. Warte mal, habe ich alle fertig? Nicht, dass ich irgendeinen vergessen habe. Aber das sieht gut aus. Alright. Kann man ja direkt schon mal hier auslegen. Gut, Mayo und Ketchup einmal auffüllen. Also, ich werde es nochmal versuchen. Die Ketchup-Testweise hier rein. Und die Mayo werde ich dann hier reinpacken. Und wenn wir sehen, ob es doch bleibt oder doch verschwindet wieder. Mal schauen. Gut, Gürkchen. Wir können ja nochmal hier ein bisschen ready für den nächsten Tag machen. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier Gurken rausnehme. Oh ne, 14, warte mal. Das war richtig. Die müssen auf jeden Fall rein. Wie auch direkt mal auffüllen. Ist 30, ne? Ja. Gut, Salatblätter. Ne, will er nicht? Okay. Müssen wir es halt so machen. Okay, das sieht gut aus. Warte mal, das Gurkenglas, genau. Können wir es überhaupt einstellen? Ich weiß nicht, ob das sonst verschwindet. Weil wir es jetzt geöffnet haben. Wir stellen es mal hier rein. Okay, Papier. Bababam, Burger. Alles klar. Sieht doch ganz gut aus. Ja, die hier leider. Ich weiß nicht, ob wir die hier hinten reinpacken können. Ob die dann noch gut bleiben. Hier habe ich die, glaube ich, noch nicht getestet. Werden wir dann sehen. Kühlschrank auf jeden Fall machst du nicht. Draußen stehen lassen, komplett Katastrophe. Also, wir haben jetzt eigentlich alles fertig gemacht. Dann können wir jetzt eigentlich den Tag abschließen, oder? Ich würde sagen, sieht gut aus. Feierabend. So, raus hier aus dem Drecksladen. Tür kann man nicht zumachen, okay. So. Tag abschließen. 13 Kunden, 12 Bestellungen erhalten. Ja, einer ist leider weg. 10 sehr zufriedene und 2, naja. Aber der Laden ist populärer geworden. Fast 1000, das ist sehr gut. Und wir haben minus 123 Gewinn, was kein Problem ist. Dafür haben wir ganz viel Ware geholt. Wir können jetzt einmal schauen, ob wir irgendwas bestellen müssen, aber ich glaube eigentlich, wenn wir kurz hier Lucky Lucky machen, sollten wir eigentlich alles da haben. Wir haben genug Becher. Reisbecher haben wir komplett voll. Sind auch komplett voll. Vielleicht sollten wir die mal näher ranstellen hier. Will vielleicht noch ein paar Sekunden sparen an Zeit. Also, Becher genug, Brote genug, die Papiere sind noch da. Das offene Gurken. Die Mayo ist hier. Ja, hier ist auch alles da. Das Fleisch ist weg. Okay, irgendwie bleibt der Ketchup doch diesmal. Gut, das ist sehr gut. Das ist eigentlich egal, ob Kühlschrank oder dort, ne? Naja. Also, ich wollte nochmal kurz schauen, aber eigentlich. Oh, warte mal, falsch. Also, wir haben trotzdem Buletten, wir haben Tomaten, wir haben Gurken, wir haben alles. Wir haben noch Gurken, die wir auch nachlegen können. Wir haben Papiere da. Mayo, Ketchup, wir haben alles. Wir haben eigentlich alles da. Und die hier gibt es erst ab Level 10, also für den nächsten Tag. Aber das haben wir alles da. Wir brauchen nichts bestellen. Sehr gut. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.